Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Minecraft 1.7 Battle. Ich klettere hier gerade die Leiter hoch, denn ich muss schnell mal Wasser holen, damit wir unser Karottchen anpflanzen können. Denn ja, es ist auch schon wieder, also es wird gerade wieder Tag. Du hast schon unendlich einen Brunnen gemacht? Ja, hier, da. Wo? Okay, das stört ja total. Ich habe doch gesagt, mach's irgendwo, wo es nicht stört. Du hast gerade ein Achievement geerntet. Okay, also die anderen haben uns gesagt, es gibt wohl irgendwie eine Möglichkeit, Achievements nicht anzeigen zu lassen. Und sie meinten, es ist logisches Denken. Jetzt komme ich mir ein bisschen dumm vor. Aber eigentlich, wenn man jetzt mal wirklich logisch denkt, gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Denn sobald man irgendein Item in seinem Inventar hat auf der Welt, wird es doch eigentlich als Achievement angezeigt, oder? Ja, eigentlich schon. Also, eben. Warte mal. Das ist mir gerade total... Das ist komisch. Nee. Sehr komisch. Weißt du, was ich mache? Ich mache hier rum einfach mal die Karottenfarm um den unendlichen Brunnen, okay? Dann sieht es auch voll gut aus. Ja, ich habe nämlich gerade auch noch ein bisschen Dirt. Wir können ja bis zu 4 Blöcke da herumgehen und dann machen wir hier einfach alles so 2 Block hoch. Und dann können wir da die Karottchen hinpflanzen. Mach du hier schon mal, mach das gerade mal da, ne? Tim. Alles klar. Ja, ich mach's auf der anderen Seite hier schon. Nee, du hast doch eine Hacke gemacht, oder? Bitte? Du hast doch eine Hacke gemacht, oder? Ja. Dann hack das hier doch schon mal bitte ab, gerade. Dankeschön. So, das Schöne ist an diesen 2 Blockhuhn, das kann man auch so machen. Ich habe ja gerade nur eine Karotte, aber ich habe auch Knochen, das heißt, ich mache mir gerade mal ein bisschen Bone Meal. Oh Gott, muss ja jedes Stadium damit durchpflanzen. Dann machen wir es gerade mal so weit, dass wir das hier überall, gerade zweimal muss ich das machen, ne? Mhm. Ja, so. Dass wir gleich ein bisschen mehr Karotten haben, dass wir das ganze Feld pflanzen können. So. So. Das kann ich auch gerade noch hacken. Auch noch, so. Okay, ich denke, das sollte erstmal reichen. Hast du noch Dirt? Ja, ne? Eins noch und ich habe auch noch Bone Meal. Okay, dann pflanzt, dann, ja, pflanzt die gerade mal alle. Also lass die, ups, alle wachsen. Oh, scheiße. Mann. Zombie hier in der Hill. Igitt. Okay. Gut, dann, so. Kann ich hier auch noch Dirt hinmachen. Dann kannst du da auch noch gerade mal was hinpflanzen. Ich mache mir noch mal ein paar Fackeln. So, gut. Weil es muss ja auch alles gut beleuchtet sein. Wir wollen ja das so schnell wechseln. Dann sag ich hier mal lieber eine Fackel zu viel als eine zu wenig. Ja, so kann man das auch sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Klar. Hast du noch Bone Meal oder war das alles? Das war's. Das so, waren 12 Bone Meal. Dann mache ich hier noch was hin. So, dann soll das hier mal schön wachsen. Haben wir länger du musst aber mal hier ein Futter. Bett machen für unser Ehebett. Ein Bett muss ich auch noch machen für unser Ehebett. Ich will aber nicht mit dir verheiratet sein. Oh, das musst du jetzt aber. Ich zwinge dich. Nee, ich will aber nicht. Ich zwinge dich. Wir können auch nur bei Nacht schlafen und wir haben die Nacht verpasst. Ja, wir sollten, ja genau, wir müssen uns halt kurz reinlegen, ne? Ja. Eigentlich reicht da ja ein Bett. Sollen wir das so machen, dass wir eine Art versteckte Gang machen mit dem richtigen Bett von uns? Oh, das wär schlau. Weil, dann macht das doch gerade mal... Dann bräuchten wir aber nochmal, dann machen wir da ein Ehebett hin und dann verstecken wir nochmal ein Bett richtig in diesem versteckten Gang, oder? Okay, das können wir machen. Dann schmelze ich gerade mal ein bisschen Stein. Dann schmelze... Wow. Ach so, ja, okay, genau, mach das. Wobei, haben wir gesagt, man darf versteckte Gänge machen, ne? Ja. Nur halt nicht zur versteckten Kiste oder so, richtig? Nee, spricht eigentlich nicht viel dagegen. Genau. Wollen wir das? Dann bin ich gerade am Überlegen, wo wir die Kiste verstecken. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz runter, mach mir eine Kiste. Wir sollten uns übrigens auch nie zu lange in dieser Basis hier aufhalten, ne? Das ist immer ein Risiko. Ja, wollen wir, soll ich die direkt hier einen Gang lang bauen? Ja genau, mach da direkt einen Gang. Aber das hier können wir generell alles ein bisschen größer machen. Also bau noch einen etwas längeren Gang. Und, ja, dann machen wir das hier alles noch ein bisschen größer. So, weil es sieht halt so klein aus. Definitiv baue ich denn meine Fackeln. Und bei mir startet gerade irgendwie ein Düsenjet. Das krasseste, was ich bis jetzt gehört habe, war der Helikopter vom Krankenhaus. Ich wohne ja nicht weit vom Krankenhaus entfernt. Eigentlich nur so 300, 400 Meter. Und da ist auch direkt ein Helikopterlandeplatz. Also das ist echt krass, wenn das Teil mal startet. Ja, das ist natürlich cool. Was es selten tut, aber wenn das mal startet, dann... Jetzt habe ich ein Achievement bekommen. Okay, ich mache für dich auf jeden Fall auch noch einen Eimer. Weil aber was für Achievements immer? Smell komisch, Iron, ne? Bar, das hast du schon lange. Ja, klar, das ist total komisch. Das macht irgendwie... Keinen Sinn? Ja. Du, Tim, ich glaube, der Gang, der ist echt lang genug. Also... Ja, aber ich will ja hier ein bisschen... Farmen, oder was? Kein Strip-Mining machen, Tim. Kein Strip-Mining. Na, ja, auf der Höhe. Ja, klar.
Geht alles. Habe ich schon alles erlebt hier, ja? Schon alles. In Ordnung. Alles. Dann stellst du hier das Bett rein. Ja, wir brauchen halt erstmal Wolle. Weil ich habe keine Wolle mehr. Weißt du was, ich meine, wir müssen jetzt eh am Tag raus. Mhm. Und was ich mache, ist auf jeden Fall auch schon mal eine Kiste für das ganze Eisen, was wir im Überschuss haben. Okay. Ich will kein Boot machen, ich will eine Kiste. Oh Gott, wie ging nochmal eine Kiste? So ging eine Kiste, genau. So, und ich überlege ja gerade, ob ich mir die Koordinaten. So, Tim, du hast Full Iron und du hast ein Schwert, richtig? Ja. Okay. Nee, ich würde sagen, wir blenden die Koordinaten auch einfach mal zur Sicherheit nicht ein. Ja. Spoiler-Alarm. Merken, wo wir sind. Ja, dann müssen wir. Also die Koordinaten, die werden wir hier am besten wirklich einfach gar nicht einblenden. Und zwar konsequent. Nee. Geh mal ein bisschen zurück, sollte da oben jetzt einer stehen. Du sneakst dich auch beim Leiter hochklettern, oder? Ja. Das ist gut. So. Geh vorsichtig raus, okay. Komm du auch raus? Wir machen zu. Jetzt schau mal. Ich würde sagen, die Kiste machen wir einfach so ganz random-mäßig hier hin. Okay. Okay. Gesehen? Warum baust du das ab? Ich wollte, dass du rauskommst. Ich komme auch so raus. Das Problem ist, jetzt muss da auch nochmal Gras drüber wachsen. So, dann legt mal das ganze überschüssige Eisen da rein. Ich mach's gerade nochmal zu. Und wir warten einfach noch, bis das andere fertig gebrannt ist, ja? Na, guck mal, jetzt müssen zwei. Warte. Ich habe hier noch ein ganzes Stack. Okay. Ich passe hier so lange auf. Oh, das wird eine ziemlich schwierige Sache, sich dann hier erstmal richtig zurechtzufinden auf der gesamten Map, weil wir kennen hier die echt noch gar nicht. Aber so. Keiner hat den Regen ausgemacht. Das heißt wohl, dass die alle. Kommst du rein, bitte? Tim, komm rein. Ja. Geh runter. Das Schlimme ist, man kann beim Leiter runterklettern nicht sneaken. So, dann warten wir halt, bis das alles fertig gebrannt ist und dann gehen wir raus, würde ich sagen. Oder? Ja. Und es ist ja eh noch keine Nacht, von daher. Genau, so, ja, bau doch da irgendwie so einen Gang ins Nichts oder so. Warum? Oh mein Gott. Ich will ein schönes Zuhause haben. Okay, ist ja gut. Also ich gebe dir hier auch gerade mal einen Eimer, den kannst du ja auch mit Wasser füllen, das ist für unterwegs echt verdammt praktisch. So für definitiv. Die Notfälle. Einen Bogen machen wir uns erstmal nicht, oder? Bringt uns, glaube ich, erstmal herzlich wenig. Ich habe zwar 5 Pfeile, aber eigentlich bringt es momentan nichts. Ansonsten können wir hier hinten natürlich auch eine Kiste machen, sonst kommen die noch auf die Idee, dass wir eine versteckt haben. Das wollen wir natürlich nicht. Wir machen hier einfach eine Doppelkiste für den useless Standardkram. Genau, eben. Ein bisschen Eisen lassen wir hier auch drin. Darf natürlich nicht auffallen, aber so gerade so Standardkram kann auf jeden Fall rein. Ganz viel Cobblestone natürlich. Ja. Clay. Den Name-Tick mache ich da auch mal rein. Sugarcane-Sticks. Bei die Axt nehme ich gerade mal mit. Das da kann. Den Sattel nehme ich aber am besten auch immer bei mir mit. Wie viel Kohle hast du noch? Du schuldest mir auch noch eine Leine, ne? Leine? Ne, die sind angeleint, du. Ah, stimmt, okay. Nee, auf jeden Fall, wie viel Kohle hast du denn noch? Ich habe keine mehr. Gar keine mehr, weil ich habe auch nur noch 33. Oder hast du alles in die Öfen reingemacht? Nee, ich hatte von Anfang an kaum noch. Okay, dann sollten wir demnächst doch noch ein bisschen Kohle mitnehmen, weil 33 ist nicht gerade sehr viel. Wobei wir ja jetzt auch unser komplettes Eisen gebrannt haben. Ja gut, klar, aber viel ist es trotzdem nicht. Also, da hast du recht. So, ich hoffe, du brennst dann auch noch nicht noch mehr Steine. So, also du hast auch alles Eisen in deinem Inventar? Ja, ich habe nur noch 5. Nur noch 5, okay, ich habe hier noch 12. 18 lassen wir einfach in der Kiste, sollten wir auch noch so irgendwas brauchen. Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt. Und da oben haben wir Stacks an Eisen in der versteckten Kiste, oder? Ja, das ist schon so, das ist ein geiles Gefühl, muss man sagen. Muss man sagen, ja. Muss man definitiv sagen, okay. Stacks an Eisen. Ja, dann ist das hier auch gleich fertig gebrannt, dann gehen wir raus. Ist schon irgendeine Karotte fertig gewachsen? Nee, ne? Weil ich habe nur einen Cooked Pork Chop, das ist ein bisschen blöd, nur mit so wenig rauszugehen. Ich habe noch 4 Karotten überbehalten. 4 Karotten über, kannst du mir 2 geben? Für unterwegs halt. Okay. Du hast gerade wieder Push-to-Talk gedrückt. Du solltest echt aufpassen wegen Push-to-Talk. Habe ich wieder? Ja, ja, ganz kurz. Das ja. Ach so, ja, weil Q ja auch wegschmeißen ist. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal raus und erkunden wir mal die Gegend, ne? Es ist sogar gerade Nacht. Dann legen wir uns gerade schon mal in die beiden Betten. So, machen wir das gerade schon mal. Ich will am Fenster sitzen. Ist ja eigentlich scheißegal, wir legen uns später in das gleiche Bett rein. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht rumbuggen wird, weil du diese Half-Slaps hier gemacht hast, weil das buggt oft rum, ne? Schönheit hat seinen Preis. Ja, und wenn wir dann sterben, weil wir in irgendeiner scheiß Wand spawnen oder einfach gar nicht mehr spawnen, wenn wir gestorben sind, weil da die Half-Slaps sind, weißt du was, ich mach die einfach lieber ab.
Also bei meinem Bett mache ich die an der Seite ab. Okay, dann. So, weil jetzt spawne ich auch wieder ganz normal, weil es könnte sein, dass ich später dann total bescheuert in der Wand rumbagge. Siehst du, jetzt spawnst du natürlich an der Seite. So muss das sein, Tim. Okay, ja, okay. Ist das ist das natürliche Bettverhalten. Das natürliche Bettverhalten. Also mein natürliches Bettverhalten ist ja, dass ich auf gerade einschlafe und dann irgendwie aufwache. Okay. Na dann. Naja. So, dann mache ich ja auch noch gerade den Crap rein. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir raus, oder? Als erstes würde ich sagen, gehen wir zum Spawn. Okay. Ich denke, das wäre so eine sinnvolle Sache. Einmal und zum von Spawn. Da aus dann neu orientieren, wo wir dann von da aus orientieren wir uns neu, ganz genau. Alles klar. Und ich habe noch 16 Eisen in meinem Inventar, das lege ich da natürlich noch in die versteckte Kiste. So, einmal sneaken. Ich mache vorsichtig auf, Abstand halten. Ich gehe vorsichtig raus. Ich bin draußen und hier sind eigentlich nur Viecher. Kommt gerade mit raus, ich mach's zu. Und jetzt bitte mich gerade mal verteidigen, während ich das hier in die Kiste lege. Die 16 Eisen nochmal. So. Gut, das ist zu. Warum wächst da kein Gras drüber? Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich glaube, das wächst nur am Tag, ne? Und wenn es nicht regnet, das Gras. Das ist ein bisschen blöd, weil wenn die hier vorbeikommen, die werden da definitiv nachschauen, ne? Das, ja. Das ist schon ein bisschen scheiße. Vor allem, du hast jetzt ja noch einen zweiten Block abgebaut. Naja, gehen wir erstmal zu den Pferden. Wir können ja nochmal am Tag vorbeischauen. Okay. Gut, hoffen wir mal, dass wir die Pferde noch finden. Alter, ich habe gerade so viel Essen verloren. Scheiße, Mann. Mist. Oder Planänderung. Wir suchen uns erstmal Essen, okay? Wir brauchen definitiv Essen. Jo, okay. Ja, da ist ein Hühnchen. Ja, das wollte ich gerade eben auch killen. Ne, mein Hühnchen. Du kannst. Ach, du Creeper, Creeper, Creeper. Der folgt dir und du hast das Hühnchen Fleisch liegen lassen. Ja gut, spring den Berg weg. Kam nicht mehr weg. Das ist auch blöd, wenn man dann auf so Berge klettert. Ja, wo soll ich denn? Hier ist nochmal ein Hühnchen und der Baum ist leider noch nicht gewachsen. Aber komischerweise ist da Gras drüber gewachsen. Das ist seltsam. Ah, ich habe ja einen Ofen in meinem Inventar, das heißt, ich kann das gleich hier brennen, das Fleisch. Dann mache ich das nämlich gerade mal. Dann haben wir auch ein bisschen Licht und die Zombies werden ein bisschen mehr angelockt. Ist das nicht schön? Das ist doch wundervoll. So muss das doch sein. So muss das sein. Was liegt denn hier drin? Ist das auch Hühnchenfleisch? Auch gerade ist es despawned, was auch immer das war. Schade. Attacke! Okay. So, zwei guckt. Chicken. Und dann können wir echt demnächst mal wieder zum Spawn, würde ich sagen. Also definitiv wäre ein Bogen irgendwann mal noch ratsam. Ein Bogen auf jeden Fall, ja. Aber halt dann wirklich auch nur für Gegner. Hast du gerade was in die Luft gehen lassen? Ah ne, du hast was abgebaut, ne? Ich hab was abgebaut, ja. Ich bin hier Gras. Besser Aussicht zu haben. Hast du Gras abgebaut? Ein Laubblatt. Blätter, okay. Ich bin hier oben auf dem Baum. Auf welchem Baum bist du denn? Hinter dir. Ich finde das uncool, dass du einfach so verschwindest. So. Also draußen muss man sich ja nicht unbedingt sneaken. Okay, es ist verbessert, aber. Ja, also wir sneaken uns zur Sicherheit einfach auch. Da ist Creeper. Ich habe leider auch kein Optifine, das heißt, ich kann auch nicht zoomen. Ja, das ist, oh, das ist von der letzten Staffel her, das ist so ein Minuspunkt. Dass man nicht zoomen kann, ne? Ja, richtig schlimm. Ja, da gebe ich dir recht. Okay, also Essen wird echt noch eine Herausforderung. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal kurz, ob das Gras drüber gewachsen ist. An der Stelle, wenn ja, holen wir uns die Pferde. Wenn nein, warten wir einfach und suchen noch ein bisschen Essen und brennen das dann nochmal schnell in der Basis. Weil da muss auf jeden Fall Gras drüber wachsen. Bei der Basis selbst finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber bei der Kiste muss es schon sein, weil wenn nicht, dann... Ja, es ist nichts drüber gewachsen. Ja gut, dann... Und ich sitze hier gerade im Pool mit Zombies und Creepern. Dann können wir auch ein bisschen Schwarzpulver farmen oder auch nicht. Mein Gott, diese scheiß Creeper-Explosionen, wie ich sie hasse. Kannst du mal ein bisschen auf mich aufpassen? Ich will hier gerade mal ganz schnell das Loch zumachen. Oberflächlich. Ich kann es probieren, ja. Okay. Damit man das nicht sofort so übertrieben sieht. Oder, oh nein, da ist ein kleiner Zombie. Oh, wie ich sie hasse. Schlimm, ne? Okay. So. Hast du noch Dirt? 10 Stück, ja. Kannst du gerade noch diese zwei Stellen dazu machen? Danke. Okay, und ich habe schon wieder so viel Essen verloren. Das ist doch die Höhe. Seid ihr damit einverstanden, wenn wir auf Difficulty Easy anstatt normal stellen? Weil man verliert einfach so schnell Essen.
so schnell, dass sie nicht mal mehr antworten können. Leute? Ich find's nicht schlimm, dass wir so schnell Essen verlieren. Okay. Also so lassen... Creeper. Macht mal gerade eine Abstimmung im Chat. Jeder schreibt jetzt für so lassen die 0 und für umstellen eine 1. Ja, das war ja klar, dass natürlich irgendjemand so... Könnte jeder eine 1 oder eine 0 schreiben. Das sollte jetzt nicht so schwer gewesen sein. Es kann ja nicht so schwer sein, entweder eine 1 oder eine 0 zu schreiben. Das schafft ja selbst der dumme Pizzi. Ja, eben, eben. Ich bin dafür. Schlendi ist auch dafür. Yannick ist auch dafür. Das heißt, wir haben definitiv eine Mehrheit. Eine Mehrheit, okay. Dann stelle ich die Demokratie hat gesiegt. Naja, sie siegt immer, aber... Gut, dann habe ich es gerade mal auf easy gestellt. Weil das war, glaube ich, echt auf normal. Das ist echt krank. Du gehst ein paar Schritte und kämpfst gegen ein paar Viecher und schon hast du wieder 5 Balken verloren. Ja, das ist natürlich echt ziemlich krank. Die Zeit, ja. Die Zeit ist auch schon wieder um. Oh mein Gott, das geht viel zu schnell. Ich meine, man macht nur ein bisschen was, killt ein paar Viecher, richtet sich eine Basis ein und eine versteckte Kiste und schon ist die Folge wieder um. Total blöd. Ich will gar nicht aufhören. Ja, der Creeper, der macht hier keinen Umgebungsschaden in dem Chunkbug. Ja, aber ich finde den Chunk schön. Ich will nicht, dass er... Okay. Ja, dann beenden wir an dieser Stelle mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Und tschüss. Wie auch für euch, also, wie immer, gefällt es euch, gebt einen grünen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann halt nicht. Nächste Folge gehen wir, glaube ich, zum Spawn. Ich meine, die Löcher hier, die sollten jetzt zugehen. Ja, ich hoffe es. Bei der versteckten Kiste ist es, glaube ich, schon, oder? Die war doch ja hier irgendwo. Wo war die denn? Hier. Ja, gut. Dann gehen wir gerade mal noch schnell hier rein, würde ich sagen, in die Basis. Komm du gerade auch mal mit. Okay. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und sagen tschüss.